Scheinwerfer von Dartmoor Inn. Dartmoor Inn? Vielleicht versucht der Ausbrecher, das Gasthaus zu erreichen. Man sieht, Sie sind noch neu hier. Es führt nur ein Weg vom Zuchthaus nach Dartmoor Inn. Wer hier ins Moor geht, ist unrettbar verloren. Selbst der Hund weiß das. Zwei Bier, wie immer, die Herren. Und eine Frage. Ich habe Mittwoch dienstfrei. Wie wäre es, wenn wir ins Kino gehen? Und sonst haben Sie keine Sorge, lieber Ritchie. Die Sirene haben Sie nicht gehört. Wieder ein Ausbruch. Na und? Unser Dienst ist seit einer Stunde zu Ende. Weiß nicht, Jungs. Wenn der Ausbrecher durchkommt, kriegen wir wieder Stunk. Wer? Du? Ich weniger. Aber ich fürchte ein paar Kollegen von uns. Ich habe da seit ein paar Tagen komischen Verdacht. Ich melde mich jedenfalls beim Kommando. Ja, ich glaube, Edding hat recht. Wir sollten nicht so tun, als ginge uns ein Ausbruch nichts an. Evelyn, jetzt können wir endlich in aller Ruhe plaudern. Kleine Irrtum. Ich muss zu Mr. Simmons. So geht das nicht weiter, meine Herren. Das ist ein Skandal, ein effektiver Skandal. 12 Ausbrüche in 3 Jahren. Dass diese Sträflinge überhaupt entkommen konnten, ist Sache des Zuchthauses von Dartmoor. Aber dass von diesen letzten 12 Ausbrechern keiner gefasst werden konnte, das ist einzig und allein Sache des Jagd. Wozu habe ich eine Fahndungsabteilung? Wie erklären Sie sich das, Budding? Das verstehe ich auch nicht, Sir. Gelang es früher, einem Sträfling aus Dartmoor zu fliehen, konnte er sich nie lange versteckt halten. Irgendwie wurde er immer von den Männern meiner Abteilung aufgestanden. Warum war das bei den letzten 12 nicht der Fall? Ganz einfach, Sir James. Diese Ausbrüche sind organisiert. Was heißt das? Man kann mir doch nicht weismachen, dass jeder dieser Leute spurlos verschwinden konnte, sobald er das Hochland von Dartmoor erreichte. Mir auch nicht, Sir. Aber es ist so. Diese letzten 12 gelungenen Fluchtversuche gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Alle 12 Ausbrecher konnten bis ins Moor verfolgt werden. Und dann hat sie kein Mensch je wieder gesehen. Wahrscheinlich sind Sie umgekommen. Kennen Sie die Sümpfe von Dartmoor? Nein, aber die werde ich jetzt kennenlernen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Sir. Dass Sie nicht in den Sümpfen umgekommen sind, beweist die Tatsache, dass jeder von Ihnen nur einmal seiner Frau, seiner Braut oder seinem Freund eine Nachricht dazu kommen lassen. Und zwar in Form einer Ansichtskarte. Und nach dieser einen Nachricht hat sich keiner mehr gemeldet? Nicht ein einziger. Und jetzt kommt das Interessante. Jeder von den 12 war Mitglied des Vereins Schmetterling. Schmetterling? Was ist denn das? Das ist ein uneigennütziger Verein, dessen Mitglieder zum größten Teil der Londoner Unterwelt angehören. Sie zahlen hohe Beiträge und erhalten für den Fall, dass sie mal in Schwierigkeiten kommen, kostenlosen Rechtsschutz. Und wissen Sie, wer der Syndikus dieses Vereins ist? Rechtsanwalt Basil Gray. Gray? Basil Gray? Das ist doch, so viel ich weiß, ein angesehener Anwalt. Soweit ich informiert bin, ist Gray nur um das Wohl seiner Klienten besorgt. Mir scheint etwas zu viel. Meine Herren, ich habe es bereits erwähnt, der Herr Minister erwartet, dass wir diese Angelegenheit binnen kürzester Frist klären. Also, Inspektor Bulling, machen Sie mal etwas Dampf hinter die Fahndung. Ja, Sir. Tja, Chefinspektor Cromwell, wenn ich das Morddezernat einschalten soll, brauche ich Beweise. Ich fürchte, die kann ich Ihnen bald bringen, Sir. Wie wollen Sie das anfangen? Ich werde zunächst mal da anfangen, wo die Spuren der Sträflinge aufhören. Im Moor. Thank you.
Hey, Sie! Können Sie Ihren Wagen nicht so hinstellen, dass man da vorbei kann? Ja, ich komme ja schon. Bringen Sie mal nicht so auf. Hat ja mindestens noch einen 15-Tonner Platz. Was machen Sie denn hier? Im Moment ziehe ich meine Kamera auf. Ein ganz schönes Teleobjektiv, das Sie da dran haben. Ja, das muss sein, sonst würde man von dem Haus da drüben zu wenig erkennen. Wissen Sie, ich würde ja lieber ein bisschen näher rangehen, aber man sagte mir, dass man sich hier in dem Sumpf leicht kalte Füße holen könnte. Das habe ich gar nicht gern. Wollen Sie da drüben jemanden besuchen? Nein? Sie? Sie fahren doch in die Richtung. Ich kann gar nicht begreifen, was man an dieser Landschaft hier reizvoll findet. Och, nicht eigentlich reizvoll. Aber das ist ein Hobby von mir, alte englische Gemäuer zu filmen. Ich finde das ganz interessant. Ich finde, für Zuchthäuser sollte man sich nicht mehr als nötig interessieren. Ach, was Sie nicht sagen, das ist ein Zuchthaus? Das habe ich gar nicht gewusst. Machen Sie mir doch nichts vor. Wollen Sie mir etwa weismachen, Sie hätten noch nie was vom Zuchthaus Dartmoor gehört? Dartmoor? Da? Ah, ja. Sie müssen meine Unwissenheit entschuldigen. Ich bin erst ganz kurz hier in England. Ich komme aus Australien. Darf ich Ihnen einen Rat geben, junger Mann? Warum denn nicht? Sie sind ja älter als ich. Stellen Sie sich in London vor einen Tower oder sonst einer der vielen Sehenswürdigkeiten. Da können Sie fotografieren, so viel Sie wollen. Darf ich Ihnen auch mal was sagen? Das habe ich schon getan. Sogar das Gebäude von Scotland Yard. Hey, Billy, machst du auch Besuch? Jackie kommt nächste Woche raus. Freut mich zu hören, Bill. Na, machst du Inventur? Nee, ich wollte nur die Schlusslichter kontrollieren. Du hast einen sensationellen Rahmenbau. Es scheint nicht zu fehlen. Wie wär's mit einer kleinen Probe, Frank? Pfoten weg, du weißt, dein Chef hat das nicht gern. Mein Chef kann nicht. Was ich privat mache, geht ihm einen Dreck an. Für einen Gehaltsempfänger gibst du ganz schön an. Na? Schon zurück von Ihrem Morgenspaziergang? Mhm. Nicht viel zu sehen, was? Oh, das will ich nicht sagen. Man muss nur richtig hinsehen. Dann entdeckt man eine ganze Menge. Wollen Sie was zu trinken? Ja, das ist eine gute Idee. Geben Sie mir ein Glas Milch. Ein Glas Milch? Ja. Kein Whisky, kein Soda? Nein. Wenn ich mal ein Glas Bier trinke, dann wache ich gleich mit dem Vollbart in Kapstadt auf. Spendieren Sie mir einen Trink, Onkel? Ich habe Sie was gefragt, Onkel. Bekomme ich keine Antwort? Ah, was ist mit meiner Milch, Evelyn? Wenn ihr Ärger haben wollt, dann los! Wo ich herkomme, wird er fabriziert. Haut ab! Legt eine neue Platte auf. So. Wirklich, dass du eines Tages mal ein Mann wirst, Kleiner. Aber das brauchst du heute noch nicht zu beweisen. Evelyn, ich trinke noch eine Milch. Trinken Sie einen mit? Wem gehört dieser Mantel hier? Mir? Warum? Ach, der Amateurfilm. Mhm. Darf ich Ihnen noch einen guten Rat geben? Natürlich, das wissen Sie doch. Passen Sie in Zukunft etwas besser auf Ihre Sachen auf. Dieser Bursche wollte gerade Ihre Taschen ausleeren. Schon wieder schlecht. Ich hatte diesen liebenswürdigen Herrn nämlich gebeten, mir meine Zigaretten aus der Manteltasche zu holen. Ach, Sie mal. Na schön, ganz wie Sie wollen. Mir haben Sie doch erzählt, Sie kämen aus Australien. Mhm. Aber ins Gästebuch haben Sie sich als Anthony Smith aus Liverpool eingetragen. Habe ich das?
Ist einem so alles passiert? Kann ich mal Ihren Pass sehen? Eins können Sie nicht. Wie bitte? Na, ich wüsste nicht, warum ich Ihnen meinen Pass zeigen sollte. So, und nun müssen Sie mich leider entschuldigen. Ich muss heute dringend auch nach London. Auf Wiedersehen, Chef Inspektor. Auf Wiedersehen, Chef Inspektor. Mr. Smith? Ah, was ist denn? Fahren Sie heute nach London? Ja, hatte ich vor. Aber erst nach dem Essen. Dürfte ich mich Ihnen anschließen? Ja, warum nicht? Nur, ich möchte ungern unterwegs von einer Polizeistreife angehalten werden. Deshalb würde ich vorschlagen, dass Sie dem Chefinspektor sein Feuerzeug wieder zurückgeben. Schade. Genügt es, wenn ich es bei Miss Evelyn deponiere? Also, wenn Sie mich so fragen, persönlich würde ich es ihm auch nicht zurückgeben. Miss Evelyn, ich würde gerne heute auf dem Zimmer essen. Sind Sie so lieb und bringen Sie mir rauf? Sehr gern, Mr. Smith. Danke, Miss Evelyn. Miss Evelyn, würden Sie das bitte dem Herrn da drin zurückgeben? Ihr hat es nämlich verloren. Hey, Fräulein. Sie wollen doch sicher, Fräulein. Wie kommt Sie denn zu meinem Vater? Ihr Freund von vorhin hat es gefunden. Na, warte. Wo ist denn eigentlich Mr. Simmons? Mr. Simmons ist leidend. Er verlässt sein Zimmer nur äußerst selten. Warum? Er schläft gerade. Na, was ich ihm zu sagen habe, das wird ihn schon wach machen. Mr. Simmons! Mr. Simmons! Hallo! Was ist für ein Lärm? Na, endlich. Mein Name ist Cromwell. Was? Inspektor Cromwell von Scotland Yard? Na, dachten Sie, der Nationalheld Oliver Cromwell? Der ist seit 300 Jahren tot. Also von hier aus können Sie die Stätte Ihrer früheren Tätigkeit sehen. Ja. 20 Jahre habe ich da verbracht. Ich hätte auch meinen Dienst nie aufgegeben, wenn mir nicht das hier passiert wäre. Na ja, Sie haben eine ganz schöne Entschädigung bekommen. Na ja. Das Wirtshaus zu kaufen hat es ja gereicht, will mich auch nicht beklagen. Die Anwälte und die Angehörigen von den Zuchthäusern sind ja eine ganz gute Kundschaft und dann natürlich das Personal vom Zuchthaus. Das Personal. Hören Sie, Schimmels, deswegen bin ich hier. Sie haben ja den Ruf, einer der strengsten Aufseher in Dartmoor gewesen zu sein, die es je gab. Das kann man wohl sagen. Solange ich da war, hat es keine Serie von Ausbrüchen gegeben. Es muss Ihnen an des Zuchthauses einen Verbindungsmann geben. Irgendein Aufseher, der sich bestechen lässt oder sowas. Seit diese Serie von Ausbrüchen begonnen hat, da zerbreche ich mir Tag und Nacht den Kopf, wer da wohl den Judas spielt. Simmons, die Aufseher verkehren doch hier in Ihrem Wirtshaus. Und eines Tages wird der Bursche sich verraten, wenn er noch so schlau ist. Verraten? Wodurch? Na, durch sein Geld. Lässt sich seine Dienste doch sicher gut bezahlen. Und er war ein Schmetterling, er ist nicht arm. Also, Simmons, wenn Sie merken, dass einer der Wörter über mehr Mittel verfügt, als er eigentlich haben könnte, dann... Dann gebe ich Ihnen Bescheid, Inspektor, verlassen Sie sich drauf. Wie ich Sie kenne, werden Sie den Kerl dann gleich in Dartmoor behalten, aber in einer gestreiften Uniform. Mensch, so ein Schwein möchte ich auch mal haben. Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Dreimal darfst du raten, was mir lieber ist. Komm, bezahl deine Runde. Nur noch zwei Doppelte. Bedient euch selber, ich bin gleich zurück. Sag mal, wer ist denn hier krank? Das ist für diesen Australier. Auf dem Zimmer muss ich ihn jetzt servieren. Der feine Herr kann nicht hier unten speisen. Na? Brauchst du noch ein bisschen Parfum? Welchen Duft bevorzugen der Herr zum Nachtisch? Hm? Ich würde an deiner Stelle nicht zu große Töne spucken. Der versteht mit Burschen deiner Sorte ganz gut umzugehen. Na, deine Chance bei ihr scheint ja mächtig gesunken zu sein. Sowas ändert sich über Nacht. Ja, Herr. Ah, Miss Evelyn. Das sieht ja wieder wunderbar aus. Komm, ich helfe Ihnen. Es ist schade, dass du schon wieder abreisen müsst, Smith. Na ja, so schön ist es ja noch nicht, auch wieder nicht. Das heißt, der einzige Lichtblick in dieser trostlosen Gegend sind Sie, Miss Evelyn. Danke, Mr. Smith. Miss Evelyn, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Ich kann mich doch auf Sie verlassen. Ich meine, Sie können schweigen. Ja. Ich suche einen Mann. Der letzte Sträfling, dem die Flucht aus Dartmoor gelang, war ein gewisser McRaven. Ein Freund von Ihnen? Ja, wir waren Freunde.
drüben in Australien. Raymond bekam während seiner Haftzeit regelmäßig Besuch in Dartmoor. Ich nehme an, dass dieser Besucher gelegentlich hier bei Ihnen im Hotel übernachtet hat. Können Sie sich zufällig an diesen Mann erinnern? Was wollen Sie von diesem Mann, Mr. Smith? Wahrscheinlich hat er Rayburn zur Flucht verholfen. Und, ja, und darum glaube ich, dass er der Einzige ist, der weiß, wo Rayburn sich jetzt aufhält. Das war kein Mann, Mister. Es war eine Frau. Rayburns Freundin. Sie kannten Rayburn? Er war bei mir im Block D. Wollte mir das Mädel überlassen. Aber die Kleine stieg nicht ein. War ein verdammt hübsches Ding. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Der Name ist bei einer Frau das Letzte, was mich interessiert. Ah. Wer Dartmoor besucht, muss ich in eine Liste eintragen. Wenn Sie für mich den Namen herausbekommen Danke, könnten, Mister. Ja. Ich nehme keine Bestechungsgelder. Ich habe vor einiger Zeit eine kleine Erbschaft gemacht. Meine Kohlen stimmen. Sie reisen noch ab, wie? Ja? Warum? Es wird auch langsam Zeit. Wer ist denn das? Dieser eingebildete Weiberheld. Hören Sie, Mr. Smith oder wie immer Sie auch heißen mögen. Wenn Sie eine Auskunft über einen entflohenen Sträfling haben wollen, gibt es nur einen Mann, der Ihnen diese geben kann. Rechtsanwalt Gray. Ja, bitte, Sie wünschen. Ich möchte gerne Mr. Gray sprechen. Bin ich da richtig? Mr. Gray ist noch im Gericht. Kann ich etwas für Sie tun, Mr. Smith? Mein Name ist Anthony Smith. Ich komme aus Australien. Ich hätte gerne eine Auskunft von Mr. Gray wegen seines Vereins Schmetterling. Sie kommen aus Australien? Ja. Sie wollen Mitglied werden? Sehe ich so aus, als ob ich das nötig hätte? Miss. Ich bin Joyce Trevor, die Sekretärin von Mr. Gray. Guten Tag, Miss Trevor. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, ja, das konnte ich mir durchaus vorstellen, Miss Piper. Ich suche einen Mann namens McRaven. Ist irgendwas? Nein, nein, Mr. Smith. Würden Sie mich bitte einen Augenblick entschuldigen? Ja, natürlich. Also Mr. Anthony Smith. Ja, ich bin Mr. Anthony Smith. Sie sind ein schlechter Lügner, Mr. Smith. Alkohol vertragen Sie auch keinen. Bei Schlägereien sind Sie ganz gut zu gebrauchen. Und außerdem lieben Sie blonde Frauen. Sagen Sie mal, woher wissen Sie... Als Mineningenieur sind Sie vielleicht ganz gut. Aber als Schwindler ein Versager, Mr. Nash. Woher wissen Sie, wer ich bin? McRaven hat viel von Ihnen erzählt. Mac, das waren noch Zeiten. Sie kannten Mac? Was wissen Sie von ihm, Mr. Nash? Leider viel zu wenig. Aber es gibt eine Frau, die ihn oft in Dartmoor besuchte. Sie. Oh, pardon, Miss Trevor. Der riecht ja wie ein ganzer Friseursalon. Tom Fletcher, der Bürovorsteher. Sieht eher aus wie ein Gauner im Frack. Bitte. Er hat vor Jahren eine krumme Sache gemacht. Aber Mr. Gray gab ihm die Chance, wieder ein ehrliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu werden. Ja. Und ist das geworden? Jedenfalls hat man ihm seitdem nichts mehr nachweisen können. Ich habe ihn in Verdacht, dass er mit Rayburn zu tun hatte, als Mac ins Zuchthaus kam. Sie haben Mac doch häufig im Dartmoor besucht, nicht wahr? Wann immer es möglich war. Warum suchen Sie Mac Rayburn? Das ist eine lange Geschichte. Ich will es Ihnen gerne erzählen. Musik
Ja, Rayburn und ich waren in Australien bei der gleichen Firma beschäftigt. Sie waren sehr befreundet, hat Mac erzählt. Ja. Ja, das habe ich auch gesagt. Warum suchen Sie Mick Rayburn, Mr. Nash? Ich bringe ihn um, wenn ich ihn finde. Wie? Joyce, selbst auf die Gefahr hin, dass es Ihnen wehtut. Rayburn ist ein Mörder. Mac ein Mörder? Ja. Er raubte die Lohngelder der Mine und erschoss dabei den Kassenboten. Aber dann kam sein Meisterstück. Er haute ab und lenkte den Verdacht auf mich. Mr. Nash? Wie haben Sie Rayburn eigentlich kennengelernt? Durch unseren Bürovorsteher, Tom Fletcher. Ich traf die beiden einmal im Restaurant beim Essen. Und wie sind Sie zu Mr. Gray gekommen? Ich war früher Tänzerin. Ah, ja. Nicht wie Sie denken, Mr. Nash. Klassisch. Bis der Arzt mir das Tanzen verbot. Es wurde zu viel für mich. Ich verstehe. Sie mochten Rayburn gar nicht, wa? Sie doch auch, Mr. Nash, oder? Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er in Australien endlich Ruhe findet und glücklich wird. In Australien? Wie kommen Sie denn auf Australien? Er wollte nach Hause, so schnell wie möglich. Er muss schon längst in Melbourne angekommen sein. Na, nein, da irren Sie. Er ist nie angekommen. Guten Abend. Was trinken Sie? Whisky, Cognac? Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich im Dienst bin, Mrs. Hartley. Polizei? Sie brauchen aber keine Angst haben. Ich möchte bloß wissen, wo Ihr lieber Gatte steckt. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir sind nämlich geschieden. Er hat mich böswillig verlassen. Seine Zelle in Dartmoor hat er auch böswillig verlassen. Ach, und Sie haben ihn noch nicht wieder gekriegt? Die englische Polizei ist auch nicht mehr das, was sie war. Danke. Um Sie zu beruhigen, ich bin hinter einem Schwerverbrecher her. Kleine Delikte wie Beihilfe zur Flucht interessieren mich nicht. Also, will Sie bestimmt nicht einseifen. Zu mir können Sie offen sein. Geben Sie sich keine Mühe, Herr Inspektor. Das habe ich schon zu oft gehört. Ihr Mann hatte doch mit Rauschgift zu tun. Ist nicht mein Ressort. Also ist er mir gleichgültig. Wenn er Ihnen so gleichgültig ist, warum fragen Sie dann so viel? Weil ich Angst um ihn habe. Sie haben Angst um ihn? Es könnte ihm doch was zugestoßen sein. Sie haben Angst um meinen Mann. Dann machen Sie sich nur keine Sorgen. Der kann nämlich sehr gut auf sich selbst aufpassen. Haben Sie regelmäßig Nachricht von ihm? Das können Sie mir doch sagen. Wenn er im Ausland ist, können wir ihm doch sowieso nichts anhaben. Na, nur die Interpol können Sie ihm auf den Hals setzen. Von mir erfahren Sie nichts. Eine verdammte Närrin sind Sie. Sie glauben wohl, er wird Sie eines Tages nachkommen lassen, wie? Genau das wird er. Ich kenne ihn nämlich ein bisschen besser als Sie. Hoffentlich behalten Sie recht. Ich fürchte, nur da, wo er ist, wird es Ihnen nicht gefallen. Oder wollen Sie sich in Ihrem Alter schon die Radieschen von unten angucken? Guten Abend. Oh, guten Abend, Chefinspektor. Darf ich bekannt machen, das ist... Dankeschön, ich kenne mich selber. Ich interessiere mich für alle Personen, die vom Verein Schmetterling Unterstützung beziehen. Ich habe Rechtsanwalt Gray gebeten, die Geldsendungen für Rayburn einzustellen. Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das wäre aber sehr unklug von Ihnen. Sie haben genug Kapital investiert, um Zinsen zu beanspruchen. Übrigens, in den Wochen vor Mac Rayburns Flucht haben Sie erhebliche Summen von Ihrem Konto abgezogen. 2000 Pfund. Das gesamte Erbteil Ihrer Mutter. Und wenn es so wäre? Ich kann mit meinem Geld tun, was ich will. Darüber ist das Gesetz anderer Meinung. Übrigens, Mr. Smith, welches Interesse haben Sie eigentlich an Rayburn? Rayburn? Wer ist denn das? Ich höre den Namen zum ersten Mal. Ach, Sie Unschuldslämmchen. In Dartmoor Inn haben Sie Erkundigungen über ihn eingeholt, als angeblicher Tourist. In London geben Sie sich als ein Kollege aus. Ich sehe schon, Inspektor, Sie sind zu klug für mich. Also gut, ich kenne Rayburn. Und vielleicht bin ich besorgt um ihn. Und warum haben Sie sich dann nicht zunächst mal an die Polizei gewandt? Das kann ich in dem Augenblick leider noch nicht sagen, Inspektor. Früher oder später werden Sie sowieso in meinem Büro erscheinen. Denn ich glaube, ich bin der einzige Mensch in England, der Ihnen helfen kann. Ach, was Sie nicht sagen. Und warum gerade Sie? Weil ich Chef der Mordkommission bin. Ein Dutzend Männer, wie vom Erdboden verschluckt. Und außer ein paar läppischen Ansichtskarten haben wir nicht die geringste Spur von Ihnen. Bitte, Sir, geben Sie mir noch etwas Zeit. Ich glaube, es ist besser, Sie verwenden Ihre Zeit dazu, sich Ihren gewohnten Aufgaben zu widmen. Meine Aufgabe ist es, Mörder zu fassen.
Wollen Sie damit sagen, dass alle 12 Verschwundenen ermordet worden sind? Genau das. Mit dieser fantastischen Behauptung stehen Sie aber wohl allein. Da bin ich nicht so sicher. Ach, Cromwell, hier ist der Akt Rayburn. Aber von einem Smith steht nichts drin. Der Freund von Rayburn hieß Nash. Das habe ich mir gedacht. Guten Tag, Mrs. Simmons. Guten Tag. Wo ist denn Rechtsanwalt Gray? Ich bin heute allein. Trotzdem hoffe ich, dass ich was zum Essen bekomme. Aber natürlich. Bitte. Wo ist denn Evelyn? Sieh dich vor, hörst du? Inspektor Cromwell ist hier. Er sucht einen Aufseher, der zu viel Moneten in der Tasche hat. Pass auf, sonst vertauschst du deine Uniform mit deiner Gefängniskluft. Evelyn! Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich keine privaten Telefongespräche dulde? Der hat wieder mal eine Laune. Nimm's nicht so tragisch, Evelyn. Ich werde ihn schon wieder beruhigen. Bedienung! Wo bleibt denn die Bedienung? Unser Möchtegern, Casanova. Mr. Gray schickt mich hier. Schon gelogen. Also gut. Ich bin deinetwegen gekommen. Hinter seinem Rücken. Von mir markierst du den starken Mann und wenn Mr. Gray mit der Wimper zuckt, dann tust du so, als ob du mich nicht kennst. Das ist nicht wahr. Ich lasse mir keine Vorschriften machen. Das müsstest du mir erst beweisen. Wie denn? Indem du nicht das tust, was Mr. Gray dir sagt, sondern was ich dir sage. Zum Beispiel? Es hat da jemand einen Auftrag für dich. Dabei ist eine Menge Geld zu verdienen. Für uns beide. Und du würdest dich dann auch erkenntlich zeigen? Kennst du die Köhlerhütte im Wurm? Ich habe den Schlüssel dazu. Schon gut, brillanten Lola. Ich kenne dich. Aber benehm dich. Ihre Einladung, bitte. Hallo, Billy. Guten Abend, Inspektor. Wer war denn das? Scotland Yard. Brauchstifter zum Nachhinein. Ihre Einladung, bitte. Danke. An die zwei? Papadopoulos, Waffenschmuggler. Hübsche Haubitze. Abend, ja. Abend, ist das mit? Ihre Einladung, bitte. Eine Einladung? Ach so, natürlich, meine Einladung. Ah, wo habe ich denn die? Einladung hingetan, sowas. Aber Billy, das ist doch der Mr. Smith, der mich von Dartmoor mitgenommen hat, der Krummel seinen Pass nicht zeigen wollte. Das vermittelt Ihnen meine Sympathie, Mr. Smith. Sie in unserem Verein Schmetterling herzlich willkommen heißen. Ich melde mich wieder bei Ihnen, Mr. Smith. Ich muss mich jetzt um die exklusiven Gäste des Vereins kümmern. Ja, das kann ich verstehen. Hier scheint sich ja wirklich die Creme der Gesellschaft getroffen zu haben, was? Oh, das ist McPherson. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ah. Lord Oberrichter, ich freue mich, Sie auf meinem Fest zu sehen. Wie geht es Ihnen? Danke, ausgezeichnet. Herr Lord Oberrichter. Bitte. Auch ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind und dass ich Ihnen einmal so ganz nah, ohne jeden Zwischenraum, gegenüberstehen darf. Mr. Blitz, man musste auch mal privat sein können. Natürlich, ja. Haben Sie Feuer? Natürlich. Natürlich nicht. Ich bin nicht Raucher. Inspektor, ich habe die Adresse eines Ansichtsgartenhändlers. Ein gewisser Endercott. Dürfte Sie interessieren. Ja, danke.
Einzelheiten erzählen Sie mir später. Wen suchen Sie denn hier, Mr. Smith? Ah, guten Abend, Chefinspektor. Och, ich suche eigentlich nur was Hübsches zum Tanzen. Na, ich glaube nicht mal Ihre Großmutter würde Ihnen das glauben. Hm. Kennen Sie meine Großmutter? Wenn Sie die Burschen suchen, mit denen McRayburn die Raubüberfälle veranstaltet hat, die sitzen alle noch hinter Gitter. Den Chef der Bande hat man aber immer noch nicht gefasst. Tom Fletcher ist viel zu vorsichtig. Dem ist bis heute nichts nachzuweisen. Tom Fletcher? Tom Fletcher? Das ist doch der Bürovorsteher von Mr. Gray. Ist der auch hier? Nein, steht er. Er spricht gerade mit Gray. Regelung ist fest. Tom Fletcher. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch eingeladen sind. Sie gehören zu meinem Privatbüro und nicht zum Verein Schmetterling. Bin ich deshalb hier fehl am Platz? Ja, weil Sie noch nicht vorbestraft sind. Das ist nicht meine Schuld. Vielleicht ein Justizirrtum. Oder mein Verdienst. Ein Whisky, bitte. Guten Abend. Oh, guten Abend. Gut sehen Sie aus dem Smoking. Danke. Man tut, was man kann. Irgendwelche Fragen, Chefinspektor? Fragen hätte ich schon, aber heute keine Dienstlichen. Das ist schade. Ich habe nämlich Antworten. Und das ist natürlich was anderes. Bitte, gehen Sie los. Rayburn? Mhm. Sie kennen ihn, Mister. Smith. Anthony Smith. Das ist ein häufiger Name. Doch, ist ein praktischer Name. Was hat Rayburn Ihnen über mich erzählt? Hm. Nicht sehr viel. Er sagte nur, dass Sie mir vielleicht mal helfen könnten, wenn ich in der Klemme sitze. Was kann ich für Sie tun? Das überlasse ich im Einzelnen Ihnen. Im Augenblick geht es mir eigentlich um diesen. Was können Sie denn? Bis jetzt war man mit mir immer zufrieden. Aber darüber können wir uns unterhalten. Kommen Sie. Ganz zufrieden, Mr. Gray? Ich habe keinen reingelassen, der Ihnen nicht passt. Ja, außer dir selbst. Aber Chef, wovon sprechen Sie? Von Evelyn. Von der Kellnerin aus Dartmouth. Ich habe sie nie wiedergesehen. Bestimmt nicht. Du lügst. Komm, komm, tu dein Spielzeug weg. Glaubst du, du kannst mir damit Angst einjagen? So lasse ich mich nicht behandeln. Auch von Ihnen nicht, Mr. Gray. Das ist doch nicht mehr nötig, Billy. Lass dir einen guten Rat geben von deinem Anwalt. Komm mir nie mehr unter die Augen, sonst wird es dir leid tun. Was Sie mir damals gesagt haben, Inspektor. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Sie haben keine Nachricht von ihm? Keine. Und woher kam die letzte Ansichtskarte? Was? Das wissen Sie? Oh, ich weiß einiges. Zum Beispiel, dass Sie 2000 Pfund deponiert haben, zu teuren Händen. Ja, natürlich. Ich wollte ihn doch da rausholen. Kann ich absolut verstehen. Und wann haben Sie die erste Nachricht von ihm bekommen? Ich überhaupt keine. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Die Polizei hat mich ja beschattet. Aber dann, 3 Wochen nach Jacks Flucht, da bestellte mich Rechtsanwalt Gray in sein Büro und zeigte mir eine Postkarte von Jack. Sie kam aus Algier. Und da stand drauf, gut angekommen. Inspektor, können Sie mir sagen, was mit Jack passiert ist? Noch nicht, aber ich glaube, unser Bursche beißt bald an. Sie wollen uns schon verlassen, Mr. Cromwell? Das tut mir aber leid. Mir fehlt der nötige Schwung zum Tanzen, wenn ich hinter einer heißen Sache her will. Sind Sie immer noch auf der Suche nach den verschwundenen Ausbrechern? Hm, die habe ich bereits gefunden. Tatsächlich? Und wo, wenn man fragen darf? In afrikanischen Briefkästen. Soll das ein Scherz sein, Inspektor? Ich scherze nicht, wenn es sich um ein Dutzend Morde handelt. Morde? Sie stellen eine kühne Behauptung auf, Inspektor. Nach englischem Gesetz gibt es gar keine Mordanklage, wenn nicht eine Leiche als Corpus Delicti vorliegt. Sie sollten Rechtsberater von Scotland Yard werden, Mr. Gray. Würden Sie mich empfehlen? Nein. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich die Gelder meiner Klienten unterschlage? Das nicht. Ganz London weiß, dass Ihnen nichts mehr am Herzen liegt als die Interessen Ihrer Schutzbefohlenen. Danke. Umso weniger begreife ich Ihren Leichtsinn. Was gibt Ihnen eigentlich die Garantie, dass die 12 entflohenen Sträflinge wohlbehalten ins Ausland gekommen sind? Sie dürfen überzeugt sein, Inspektor, dass der Nachrichtendienst von Schmetterling mindestens genauso gut funktioniert wie der von Scotland Yard. Ich habe da meine Zweifel. 1500 Pfund mal 12 macht 18.000 Pfund. Wie können Ihnen als Empfangsbestätigung für eine solche Summe ein paar lumpige Ansichtskarten genügen?
Ist da niemand? Guten Tag. Guten Tag. Mr. Endercott. Bitte? Mr. Endercott, ich hätte da ein diskretes Anliegen. Meine Frau, die glaubt, meine Firma schickt mich nach Afrika, um Eischränke zu verkaufen. Aber in Wirklichkeit, da fahre ich nach Schottland, aber nicht alleine mit meiner Sekretärin, verstehen Sie? Viel Vergnügen, Sir. Naja, die Sache hat bloß einen Haken. Wenn ich jetzt nicht aus jeder afrikanischen Stadt eine Ansichtskarte schicke, dann ist doch der Teufel los. Können Sie mir da nicht ein bisschen helfen, Mr. Endercott? Ja, ich glaube, da sind Sie an der richtigen Adresse. Ich werde das für Sie erledigen. Afrika. Welche Poststempel brauchen Sie? Ach, ja, so, ich würde sagen, Dakar, nicht? Und Algier, Casablanca, alles, was es da so gibt. Moment mal, ich bin gleich wieder zurück. Mr. Endercott. Was machen Sie denn hier? Oh, Mr. Cromwell. Gut, dass ich Sie treffe. Stellen Sie sich vor, mein Chauffeur ist seit 2 Tagen verschwunden. Ich habe mir eben die Stellenangebote angesehen, um einen neuen zu finden. Was? Billy arbeitet nicht mehr für Sie? Ich sagte Ihnen eben doch, er ist weg. Na, hoffentlich können Sie das auch beweisen. Dass Billy nicht mehr für Sie arbeitet. Wer ist denn das? Das war ein Künstler. Der konnte Ihnen von überall in der Welt diese Ansichtskarten schicken. Hier, Cromwell, geben Sie mir die Mordkommission. Ich habe 2 von meinen Leuten im Hotel untergebracht. Der eine ist Fahrstuhlführer und der andere Zimmerkellner. Beide in der Nachtschicht. Sie sind verdammt tüchtig, Fletcher. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Vor allen Dingen muss die ganze Sache ohne jede Spur von Gewaltanwendung stattfinden. Immerhin handelt es sich um die Tochter eines texanischen Ölmillionärs. Ah. Und in welchem Stock wohnt die schöne Erwin? Im 12. Na, wie soll ich denn da aufkommen? Das ist Ihre Sache, Mr. Smith. Deshalb habe ich Sie hierher gebeten, damit Sie sich mit den Örtlichkeiten des Empire Hotels vertraut machen. Ich will Ihnen mal was sagen, Fletcher. Ich überlege mir die ganze Geschichte nochmal. Außerdem möchte ich mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Ich rufe Sie heute Abend an. In Ordnung? Ich warte bis 10 Uhr. Gut. Sie können mich unter dieser Nummer erreichen. Bitte, Evelyn. Sonderbar. Wieso denn? Sie hat doch Ausgang. Na, natürlich, aber bis jetzt ging sie immer in Richtung Bahnhof. Weshalb geht sie denn jetzt übers Moor? Hm, wahrscheinlich trifft sie sich mit einem ihrer Kerle. Das ist Unsinn. Du weißt doch, Evelyn hat einen festen Bräutigam, der sie bald heiraten wird. Von dem erzählt sie ja. Hast du ihn schon mal gesehen? Sei doch nicht so misstrauisch.
Evelyn ist nicht so, wie du denkst. Wer ist da? Ich bin's. Evelyn. Hast du nicht Hunger? Ich habe den ganzen Tag keinen Bissen runtergekriegt. Nerven? Lange bleibe ich nicht mehr in diesem Loch. Die Zeitungen machen mich verrückt. Vor allem über nichts anderes als über diesen verdammten Papierhändler. Beruhige dich, du bleibst nicht mehr lange hier. Außerdem hat der Chef einen neuen Auftrag für dich. Du wirst nach Plymouth fahren. Hör zu. Inspektor Cromwell erklärte unserem Reporter, dass es sich wahrscheinlich um einen Raubmord handle. Das Opfer hatte die Gewohnheit, im Hinterzimmer seines Ladens größere Geldsummen aufzubewahren. Na, siehst du? Nicht einmal der berühmte Cromwell ist so klug, wie er denkt. Machen wir es doch nichts vor, Inspektor. Es gibt nur eine Möglichkeit, das ganze Rätsel zu lösen. Ach, da bin ich auch gespannt. Und die wäre? Das werde ich Ihnen sagen. Es muss jemand aus Dartmoor ausbrechen. Jemand, der es nur zu dem Zweck tut, um die Mittelsmänner festzustellen, die geheimen Wege... Und auch die tödlichen Gefahren, die haben Sie nämlich vergessen. Glauben Sie etwa, ich hätte einen solchen Plan noch nicht erwogen? Das ist unmöglich. Ich kann keinen meiner Leute einem solchen Risiko aussetzen. 12 mussten wahrscheinlich schon dran glauben und 13 ist eine Unglückszahl. Ich bin nicht abergläubisch. Sie? Sie spielen da mit einem erschreckenden Gedanken. Ich wusste gar nicht, dass der eiserne Cromwell schreckhaft ist. Für einen solchen Wahnsinn würde ich nie die Verantwortung übernehmen. Also bitte vergessen Sie jedes Wort, das zwischen uns gesprochen wurde. Schon vergessen. Auf Wiedersehen, Inspektor, und vielen Dank für das Abendessen. Ach, hoffentlich werden Sie heute nicht mehr in Ihrer Abendruhe gestört. Das würde mir leid tun. Nein, 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 das ist noch nicht alles, Tom. Sie haben noch eine Kleinigkeit vergessen. Sie bestehen also wirklich darauf? Na, was denken Sie denn? Ohne Vorschuss klettere ich nicht mal bis zum Parterre. Na ja, Sie riskieren nur Zucht aus, aber ich riskiere immer meine Knochen. Das ist eine ungewöhnlich hohe Summe für... Na, wenn Sie sie nicht zahlen wollen, dann steigen Sie doch selbst bei der Riviera ein. Ja, schon gut, schon gut. Danke. Ist der Goldfasan schon angekommen? Glaube ich nicht. Ist noch zu früh. Und wenn sie kommt, während du unterwegs bist? Keine Sorge. Toms Wagen ist schon vorgefahren. Hallo. Ja, wer ist denn da? Mein Gespräch nach Rio schon durch? Tut mir leid, Sir, aber der Teilnehmer meldet sich immer noch nicht. Vielleicht ist es nicht die richtige Nummer. Das ist ärgerlich. Es hilft nichts. Ich muss warten, bis jemand nach Hause kommt.
gerne. Komm, gib her. Na ja, los, mach schon. Und ich? Ach, ich pass schon auf. Komm, mach deinen Kram. Alles in Ordnung, Chefinspektor? Ich glaube schon. Nein, noch nicht ganz. Hier. Vorsicht, das ist geladen. Tut mir leid, dass ich Sie bei Ihrer Nachtarbeit störe. Ich habe Sie gewarnt. Jetzt werde ich Ihnen nicht mehr helfen können. Oh, das machen wir jetzt, Inspektor. Ich werde mir schon selbst helfen. Bitte. Ich würde dessen nicht so sicher sein, Mr. Nash. Was ist mit meinem Gespräch nach Rio? Bleiben Sie dran, der Gast wartet. Bedauere, Sir, Rio hat sich noch nicht gemeldet. Vielleicht war es doch nicht die richtige Nummer. Na, das glaube ich nicht. Ich habe erst vorgestern... Streichen Sie das Gespräch, es ist mir zu spät geworden. Ich gehe jetzt schlafen. Guten Abend, Fletcher. Oh, Chefinspektor. Na, wie hätten wir es denn gern? Mit oder ohne? Ich verstehe Sie nicht. Sind Sie nicht etwas voreilig? Sie wissen doch, mir kann man nie etwas nachweisen. Diesmal schon, Fletcher, diesmal schon. Smith, Fleming und Ross tragen auch schon dieses hübsche Armband. Scheine ich diesmal Pech gehabt zu haben. Ja, scheint so. Oh, Inspektor. Sie scheinen heute wirklich Pech zu haben. Rechts. Halt. Halt. Sie sind richtig informiert, Mr. Ward. Ihr Tony ist heute Morgen in Dartmoor eingeliefert worden. Er ist unschuldig. Sie müssen mir glauben. Er ist auf frischer Tat ertappt worden. Das Gericht hat ihn verurteilt. Aber Tony ist nicht wie Mac Rayburn. Es ist wahr, die beiden waren Freunde. Aber wenn man sie näher kennt, es gibt kaum zwei Männer, die verschiedener sind. Ihr Tony ist ein verdammter Dickschädel. Wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist er nicht davon abzubringen. Ich habe ihn gewarnt, aber er wollte ja nicht auf mich hören. Sie glauben also auch an seine Unschuld? Was ich glaube, steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich persönlich kann gar nichts für ihn tun. Meine Hände sind gebunden. Die Dinge müssen jetzt ihren Lauf nehmen. Ach, Fletcher. Sie haben sich natürlich wieder mal einen Druckposten verschafft, ne? Bessere Leute haben überall ihre Stellung. Ruhe da! Sprechen ist hier verboten! Halt! Was kaufst denn du da? Nichts. Dein Glück. Los, komm mit. Hey, Smith, ja. Richie, er hat Besuch. Führ ihn runter. Mr. Gray, dieses Geld ist aus meiner Rückversicherung gedacht. Soll ich gefasst werden, bitte ich Sie am Tage meiner Einlieferung nach Dartmoor. Naja, ich habe meinem Rechtsanwalt genügend Geld geschickt, damit er die Gebühren bezahlen kann. Weißt du? Ich hoffe, du hast Glück, Tony. Das stimmt, Schatz. Mach's gut. Sie glauben also, dass der Mord an dem Papierhändler mit den verschwundenen Sträflingen zusammenhängt? Ich bin davon überzeugt, Sir.
Dieser Endercott wurde in dem Augenblick zum Schweigen gebracht... Als Sie ihn befragen wollten? Nein, Sir, als Rechtsanwalt Gray ihn befragen wollte. Ich hatte Gray doch den Flur ins Ohr gesetzt, dass die Postkarten aus Afrika fingiert sind. Ja. Und er wollte sich natürlich überzeugen, aber er kam zu spät. Und Sie glauben immer noch, dass die Ausbrecher ermordet worden sind? Ich bin fest davon überzeugt. Und dass Gray damit zu tun hat? Ja, zumindest hilft er den Sträflingen bei der Flucht. Gray ist kein Dummkopf. Wenn auch er den Verdacht hat, dass seine Flüchtlinge umgebracht worden sind, wird er doch versuchen herauszubekommen, wer die Burschen umgelegt hat. Meiner Ansicht nach wird Gray jetzt herausfinden wollen, ob die Flüchtlinge überhaupt an Bord eines Schiffes gebracht wurden. Hat er denn in der letzten Zeit einen Seehafen aufgesucht? Nein, bis jetzt noch nicht. Er braucht sicher einige Zeit, um den Namen dieses Kontaktmannes rauszukriegen. Aber verlassen Sie sich drauf, Sir. Sobald der an die Küste fährt, bin ich ihm auf den Fersen. Nach meinem Care-Paket vom Verein Schmetterling. Maul halten! Hier ist kein Konversationszimmer. Eure Herren Kollegen wollen in Ruhe etwas für ihre Bildung tun. Du da. Komm mal mit. Dich kenne ich doch. Ja, natürlich. Aus dem Wirtshaus darf man hin. Durch unsere gemeinsame Freundin Evelyn. Aha. Geister Smith. Dein Name gilt hier nicht. Hier bist du deine Nummer. Auch wenn du damals mit dem Geld herumgeworfen hast. Ihnen konnte ich ja damit nicht imponieren. Sie hatten ja selber Kohlen im Überfluss. Schnauze! Ein einziges freches Wort. Und? Sie sollten dieses Buch lesen, Smith. Danke, Sir. Ist das hübsch? Ich meine, wovon handelt es? Von Afrika. Besonders das dritte Kapitel ist interessant. Danke, Sir.
Was ist denn los? Montagnachtwäscherei. Dachluke locke. Seil mit Haken umbinden. Genauer Zeitpunkt, Postenwechsel am Korridor. Um 22 Uhr. Was ist denn das hier für ein Gequatsche, hm? Was hat denn da für eine interessante Lektüre? Zeig mal her. Das Buch wollen Sie sehen? Natürlich das Buch. Was denn sonst? Zeig mal her. Das, au, Mensch! Sind Sie wahnsinnig geworden? Wieso? Scheiß Bücher, die brauchen alle nichts hier. Mein lieber Freund, das bringt dir 8 Tage dunkelhaft ein, verstanden? Ach, komm jetzt hier. Das Moin? Ja, ich bin's. Rechtsanwalt Gray? Warum soll ich verschwinden? Es läuft alles bestens. Warum sind Sie so aufgeregt? Smith? Ah ja, ich verstehe. Der nächste Sträfling, der abhauen soll. Hören Sie, Evelyn. Ich mache Sie dafür verantwortlich, dass alles... Bis später. Mr. Gray? Sie wünschen? Wir kommen von Scotland Yard. Der Lord Oberrichter hat die Auflösung des Vereins der Schmetterling verfügt. Sämtliche Akten und Sachwerte sind beschlagnahmt. Ich hätte noch einen dringenden Anruf zu erledigen. Wir müssen Sie leider bitten, mit uns zu kommen, Mr. Gray. Was ich höre, das höre ich. Sie hat mit den Ausbrüchen der Sträflinge zu tun. Evelyn? Quatsch. Sie steckt mit Rechtsanwalt Gray unter einer Decke. Ich habe es ganz deutlich gehört. Evelyn! Evelyn, kommen Sie mal rauf! Unsinn. Aber nur Ihre Liebesgeschichten kommen. Ich kann es doch selbst kaum glauben. Aber es ist kein Zweifel möglich. Sie wünschen, Mr. Simmons? Kommen Sie rein. Mit wem haben Sie eben telefoniert? Mit meinem Verlobten. Sie lügen! Es war Rechtsanwalt Gray. Sie unterhielten sich über einen Mann, der fliehen wollte. Aber, Mrs. Simmons, Sie haben doch nicht etwa gelauscht? Es geschah ohne meine Absicht. Dann müssen Sie mich falsch verstanden haben. Ich habe mit meinem Freund ein geheimes Rendezvous vereinbart. Sie leugnen noch? Ruhe! Ich stelle hier die Fragen. Wer ist Ihr Freund? Jedenfalls keiner von den Kerlen, die hier herumlaufen. Er hat... Ich will seinen Namen wissen. Dazu haben Sie kein Recht. Solange ich hier meine Arbeit tue, kann ich mich treffen, wann und wo und mit wem ich will. Wenn Ihnen das nicht passt, suchen Sie sich ein anderes Schankmädchen. Und diese Person habe ich immer in Schutz genommen. Wenn sie uns jetzt wegläuft, dann stehen wir ohne Kellnerin da und du bist schuld daran. Ich? Na, wer denn sonst? Wenn du die Ohren besser aufgesperrt hättest, dann wäre uns der ganze Streit erspart geblieben. Was denn? Du glaubst ihr und nicht mir? Weibergeschwätz. Sie ist ein Flittchen und du bist eine neugierige Klatschbase. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde dir beweisen, wer hier lügt. Simmons. Ach, hier in der Köhlerhütte treiben sich herum. Ist doch Billy, Chauffeur von Mr. Gray. Ex-Chauffeur. Ich möchte doch lieber gleich gehen. Ich habe das Gefühl, ich komme hier etwas ungelegen. Ganz im Gegenteil, Mrs. Es ist der richtige Augenblick. Ich bin gerade beim Rasieren. Nein!
Wann kam Ihnen denn der erste Verdacht, dass Ihre Klienten nicht mehr am Leben sein könnten? Die Zweifel Inspektor Cromwells beunruhigten mich. Ich habe versucht, die Fäden ihrer Flucht von ihrem Ende her aufzurollen. Afrika? Ja. Aber der Mord an dem Papierhändler machte mir klar, dass meine Klienten Afrika nie erreicht hatten. Das nächste Glied dieser Kette war der Makler, der die Männer auf das Schiff bringen sollte. Aber als ich schließlich herausbrachte, wer dieser Mann war und als ich ihn befragen wollte, konnte er auch nicht mehr sprechen. Jetzt bleibt mir nur noch mein Kontaktmann in Dartmoor. Ich beschwöre Sie, Sir James. Unternehmen Sie etwas. Schicken Sie Ihre Leute hin, bevor ein neues Verbrechen geschieht. In einer dieser Nächte soll Anthony Smith aus dem Zuchthaus entfliehen. Und wer ist Ihr Kontaktmann? Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte ein Zimmer mieten. Für länger? Das weiß ich selbst noch nicht. Vorläufig für eine Nacht. Und wenn ich ein Zimmer haben könnte, mit Blick auf das Moor. Wie Sie wünschen. Ich werde Sie schon richtig unterbringen. Soll ich den kürzeren Weg durch das Moor nehmen? Nein, nein, bleiben Sie lieber auf der Hauptstraße. Da können wir auf jeden Fall die Geschwindigkeit halten. Mach mir mal die Schürze auf. Zu dumm, dass Sie einem nicht einmal seine Armband überlassen. Jetzt wissen Sie, wie spät es ist? Ja. 17 Steine. Wieso hat man die Uhr nicht bei der Einlieferung abgenommen? Das ist ja gar nicht meine. Gehört ihm auch sehr Ritschi. Er sucht sie schon seit 3 Tagen. Aha. Also wie viel Uhr ist es? 10 vor 10. 10 vor 10. Dann werden Sie in 10 Minuten die Posten wechseln lassen auf dem Gang. Komm. Guten Abend, die Herren. Fletcher, was machen Sie denn hier? Stört dich meine Anwesenheit? Ich habe dich nicht mehr aus den Augen gelassen, seitdem du deine Zelle betreten hast. Und warum? Es wäre doch unfair, wenn dir meine 2000 Pfund zur Flucht verhelfen würden und du mich nicht mitnimmst. Das ist ausgeschlossen. Die Ablösung der Post. Wer bezieht jetzt die Wache? Jemand, der dir diese Nachtarbeit in der Waschküche beschafft hat? Geh mir aus dem Weg, Fletcher. Beide oder keiner? Lassen Sie doch den Quatsch. Bringen Sie das Messer weg, Fletcher. Du nimmst mich mit. Danke, Blitz. Zeit. Naja, ich weiß. Wiedersehen. Alles Gute, Tony. Und meine Einladung zum Champagnerfrühstück im Ritz bleibt bestehen, wenn... Wenn? Bleib im Unterholz, Junge. Sie wurden schon gemeldet, die Direktor wartet auf Sie. Bitte kommen Sie.
Wo ist denn der Zweite? Der Zweite? Wieso, war da noch einer? Zwei sucht Richtung Köhlerhütte. Ich schau nach, ob er raus ins Moor ist. Das ist doch Mrs. Simmons. Das war Mrs. Simmons. Also komm, los, such. Bist du denn nicht bei der Frau? Was machst du überhaupt in meinem Arbeitszimmer? Ach so. Gerade verlässt das sinkende Schiff, wie? Ich verschwinde, solange es noch Zeit ist. Das wäre auch für dich besser. Du bleibst hier. Grey hat dich durchschaut. Ach. Hat er dir das am Telefon erzählt? Aber dass du uns beide hintergehst, das hat er noch nicht gemerkt, wie? Aber gib dir keine Mühe. Der Galgen wartet auf dich genauso wie auf mich. Irrtum, lieber Asa. Was Billy mit deiner Frau gemacht hat, weiß ich nicht. Was hier mit den entflohenen Sträflingen geschah, nachdem sie die Ansichtskarten von Undercutt unterschrieben haben, hat mich nie interessiert. Die Sache mit dem Papierladen, mit dem Schiffsmakler hat Billy in deinem Auftrag ausgeführt. Ich habe ihn nur zu dir gebracht.
so hast du dir das also gedacht? Glaubst du, ich will hier mit dir in diesem Sumpf leben? Du tust mir weh. Also, du hast doch genug Geld. Lass uns von hier verschwinden, irgendwohin, wo uns niemand kennt. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Aber erst muss dieser Smith weg. Der weiß zu viel. Die Frau unten übernehme ich. Geh du zur Köhlerhütte und hol Billy her. Das ist der Einzige, der gegen mich aussagen kann. Und du natürlich. Ja, also du. Du hast recht. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Denke daran, dass ich von meinem Balkon aus den Weg zur Köhlerhütte überblicken kann. Du, ich habe noch nie daneben geschossen. Das sollten Sie nicht tun. Der Mann da draußen könnte sich im Moor verirren, wenn es dunkel ist. Sie wollen ihn töten. Es geht doch nichts über eine ruhige Zuchthauszelle. Mr. Smith. Oh, Miss Evelyn. Herr Blitz, ist das Ihr Wagen? Nein, gehört meinem Freund. Mr. Smith. Nein, Mr. Cromwell. Ach, sieh mal einer an, Miss Evelyn Webster. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Sie sollen sich nachts hier nicht allein im Moor herumtreiben. Am besten, Sie kommen mit uns. Hm? Sie wollen doch von hier weg, oder? Verstanden? Donnerwetter. Das hätte ja bis Südamerika gereicht. Wir fahren allerdings bloß bis London. Und da werden wir dann eine Weile bleiben. Hm? Sie werden doch hier nicht allein weiterlaufen wollen, Miss Webster. Hm? Ich bin ja nicht lebensmüde, Inspektor. Außerdem werden Sie sicher eine Kronzeugin brauchen können. Wenn ich nicht so ein überzeugter Junggeselle wäre, dann würde ich Ihnen als Dank für dieses Angebot ein paar hübschere Armbänder verehren als die... Mr. Blitz, geben Sie sofort meine Handschellen her. Für Miss Evelyn gebe ich alles. So, jetzt werde ich Ihnen auch einen Rat geben, Inspektor. Wenn Sie nicht zu spät kommen wollen, lassen Sie Ihren Wagen hier stehen. Simmons hat noch nie jemanden verfehlt, den er vor seinem Zielfernrohr hatte. Ja. Aber wie denn? Das erzähle ich dir später. Dieses Scheusal. Zuerst mache ich dir mal die Fesseln los. Dann. Du denkst, du hast mich aber. Aber ich gebe ein Simmons. Hände weg! Kein Sträfling ungestraft angegriffen. Seitdem man mich damals zum Krüppel geschossen hat, haben das noch alle mit ihrem Leben bezahlt. Vorher mussten sie mir noch ein ganz hübsches Sümmchen überlassen, mit Hilfe des ehrenwerten Mr. Gray. Genauso wie Sie jetzt, Mr. Nash. Aha. Sie sind also der Verbindungsmann von Mr. Gray. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind! Sie sind ein ganz gefährlicher Bursche, Mr. Nash. Lass die Jacke fallen. Gib dir keine Mühe, Goldkind. Die Schlüssel hat der Chefinspektor.
kommt dann dieser Aufseher hierher? Ich dachte, dies wäre der einzige Weg, der durchs Moor geht. Kleiner Irrtum. Ich habe zwar was gegen Handschellen, aber ich will Ihnen trotzdem einen Tipp geben. Seien Sie vorsichtig. Das ist Trollop, der Mann, der im Zuchthaus die Ausbrüche vorbereitet hat. Danke, Miss Webster. Ich werde mich zur gegebenen Zeit für diesen Tipp erkenntlich zeigen. Vorausgesetzt, dass Sie weiter so artig sind. Bleiben Sie jetzt ganz ruhig. Was ist los? Hören Sie mal, ich müsste dringend... Was Sie müssten, das werde ich Ihnen jetzt sagen. Schmeißen Sie die Knarre weg. Und jetzt den Kopf hoch. Beeilen. Und keine falsche Bewegung, mein Junge. Und jetzt die Pfoten rein. Schön. Danke. So. Sie haben doch hoffentlich nichts dagegen, wenn ich Ihnen die Dinger jetzt wieder abnehme. Schuft. Wir haben nämlich nur ein paar davon. Sind Sie Schotte? Nein, unser Materialverwalter. Ich weiß es durch so einen Dolch neulich. Ein Kollege von Ihnen umgekommen. Naja, Sie sind ja nicht der Einzige, auf den der Galgen wartet. Sie wollten doch immer wissen, wo Rehburn geblieben ist. Kommen Sie unten her, an die Treppe. Bleiben Sie da stehen. So. Und jetzt drehen Sie da das Quadrat am Treppengeländer. Sind Sie. Rehburn, O'Connor, Hartley, alle 12. Sie werden gleich der 13. sein. Der strengste Aufseher, den Dartmoor je hatte. Ein Massenmörder. Ich war immer nur der ausführende Arm der Gerechtigkeit. Aber Sie. Sie sind mein erster Mord. Geben Sie sich keinen falschen Hoffnungen hin, Simmons. Cromwell muss jeden Augenblick hier eintreffen. Wenn Cromwell hier aufkreuzt, findet er nichts weiter vor als den alten lahmen Simmons. Das Moor hinterlässt keine Spur, Mr. Nash. Gut, Simmons, wie Sie wollen. Joyce, geh rüber in den Schrank. Nein, Tony. Er tötet dich. Das ist gar nicht mal so sicher, Joyce. Mr. Simmons hat bestimmt nichts dagegen, wenn du gehst. Nicht wahr, Simmons? Tut mir leid für Sie, Miss Traver. Aber Ihr Held zwingt mich dazu, ihn vor Ihren Augen abzuknallen. Pech für Sie, Mr. Nash. Beinahe hätten Sie mich gehabt. Tony! Dass ich auf meine alten Tage Ihretwegen noch mal über den Balkon klettern müsste, hätte ich noch nicht träumen lassen. Darf ich Ihnen einen Rat geben, junger Mann? Warum denn nicht? Sie sind ja immer noch älter als ich. Überlassen Sie die Jagd auf Verbrecher Scotland Yard. Fahren Sie lieber mit Ihrer kleinen Frau an die Riviera. Leider schon wieder schlecht. Unsere Hochzeitsreise geht nach Australien. Hallo, Chef! Haben Sie den Boden geschnappt? Nee. Ich hab was gegen Moorbäder.